Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3, der Danny spielt das. Und zwar werde ich heute mal ein kleines Tutorial machen, ein kleines Infovideo, da ich in der letzten Zeit ein paar Anfragen bekommen habe, bezüglich wie man Szenarien startet, wie man Szenarien bekommt, wie man zu den Strecken kommt und. Und ich würde das jetzt einfach mal so ein bisschen versuchen, euch näher zu bringen, zumindest denen, die von diesem Spiel noch keine Ahnung haben. Und ja, ich habe das ja schon mal vor ein paar Monaten beim TS gemacht und würde das jetzt einfach mal hier auch beim TSW machen. Und ja, beginnen wir einfach mal. Dieses hier ist dieses erste Menübildschirm, was erscheint, wenn man das Spiel gestartet hat. Und da seht ihr zum einen zuletzt gespieltes wieder aufnimmt. Das ist, wenn ihr ein Szenario speichert, also mitten im Spiel einfach speichert. Und dann, wenn ihr das dann weiterspielen wollt, kommt ihr dann wieder, könnt ihr das dann nehmen und dann startet das direkt da an dem Punkt, wo ihr gespeichert habt. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht drauf zu klicken. So, zu den Zügen. Das zeige ich euch gleich. Dann kommt man hier zu den, wenn man da drauf klickt, Zughalle. Dort könnt ihr euch, könnt ihr dann zwischen Fahrplan, Szenarien und Trainingsmodule wählen. Fahrplan ist, dort könnt ihr dann euch eine Lok aussuchen, einen Zug aussuchen von allen denen, die ihr halt besitzt. Ne? Also ihr müsst die schon besitzen, sonst könnt ihr die nicht auswählen, logisch. Und nehmen wir jetzt einfach mal die Baureihe 185 oder den ICE1 BR401. Und dann seht ihr hier, welchen ihr auswählen könnt. Ihr habt einmal die offiziellen DBE und 14 Wagen, wieder DBE, 11 Wagen und noch hier nochmal 12 Wagen. Alles jeweils für die Strecke Kassel-Würzburg, ihr seht's. Dann könnt ihr noch persönlich, dann wenn ihr einen persönlichen Mod habt, habe ich in dem Fall nicht. Und es gibt die Creators Club, dazu erkläre ich euch gleich noch einiges. Da habe ich dann die Deutsche Bundesbahn als Lackierung, als Repaint. Dann ist diese der ICE halt in Deutsche Bundesbahn Farben. Sieht er dann aus. So. Ihr habt das dann ausgewählt. Nehmen wir einfach mal den hier. Und dann könnt ihr halt die Strecken, auf denen ihr mit diesem Zug fahren könnt, habt ihr dann entweder linke Rheinstrecke oder Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Nehmen wir mal die linke Rheinstrecke, links oder rechts. Dann nehmen wir das und habt ihr hier zwei Fahrplanszenarien zu auswählen. Einmal die ICE Mainz-Koblenz. Der dauern wird 0 bzw. 49 Minuten fahrt ihr dann. Könnt ihr dann dynamisches Wetter, benutzerdefiniertes Wetter, dynamisches Wetter, das könnt ihr dann drunter wählen. Ihr könnt das Datum selber einstellen, also ne? Ich bin gerne immer up to date. Das heißt, bei mir würde das der 14. Mai sein, so wie es heute auch ist. Ihr könnt das Wetter auswählen. Klar, neblig, leicht bewölkt, Gewittersturm. Neblig, trüb, leichter Regen, Regensturm. Klar, Schnee ist, glaube ich, an diesem Datum, ist er selber. Ist nicht gerade logisch, deswegen wird das auch nicht auszuwählen sein. Ja, dann könnt ihr auf Beginn sein, dann gehen, dann startet das Szenario, lassen wir das mal. Dann könnt ihr hier noch sehen, welche Punkte ihr braucht, um die jeweiligen Medaillen zu erreichen. 250 für Bronze, 5550 für Silber und 6600 für Gold. Gut, das war das. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann gehen wir auf Strecke auswählen. So, ihr wartet ja jetzt gerade auf Zughalle. Da könnt ihr euch dann hier, ne, könnt ihr euch einen Zug aussuchen. Und wenn wir auf Strecke auswählen geht, könnt ihr euch die Strecke auswählen, die ihr alle schon besitzt. Also ihr müsst auch die Strecken besitzen, um sie zu fahren. Da gibt es dann die Taranta-Rampe und so weiter. Ihr seht alles, was ich habe. So, gehen wir mal auf Taranta-Rampe. Dann könnt ihr wieder auswählen Fahrplan-Szenario, echtes Szenario oder Training. Gehen wir in diesem Fall mal auf Szenario. Dann habt ihr diese Szenarien, 5 Stück, beziehungsweise 6 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Die könnt ihr dann alle schon fahren. Ihr seht, eins habe ich abgeschlossen mit Gold. Dort stehen die Zeiten und dies sind die Schwierigkeitsgrade. Also gelb ist schon ein bisschen schwieriger, grün ist noch relativ einfach und dann gibt es noch rot, die sind sehr schwer. Bei diesen Szenarien könnt ihr aber, wie ihr seht, keine Zeit, kein Datum, kein Wetter auswählen. Das ist alles vorgegeben. Hier seht ihr dann wieder die Punktzahl, die ihr braucht. Und dann könnt ihr wieder auf Beginn gehen und das Szenario startet. So, so viel dazu. So, dann gibt es hier noch das geführte Eisenbahnerlebnis, Eisenbahnreisen. Dazu habe ich ja schon mal ein bisschen was erklärt. Geht ihr dann wieder auf, ja, habt ihr dann wieder alle Strecken, die ihr besitzt.
Gehen wir in diesem Fall mal auf Hauptstadt Hamburg-Lübeck. Und dann seht ihr hier fiktisches Hamburg und Schleswig-Holstein. Dort habe ich schon mal ein bisschen angefangen, 35 Szenarien dort beziehungsweise zu absolvieren. Also Bahnstrecke Oldenburg-Bremen, 37. Ihr seht selber, ne, es ist einiges zu tun. Glaube ich, nicht weiter erklären. Erklärt sich, glaube ich, ein bisschen von selber, ne? Wie viel man hier zu tun hat. Wenn man das wirklich alles erfüllen will, dann hat man sehr, sehr viel zu tun. So viel dazu. Dann gibt es hier noch schnelles Spiel. Ja, ihr seht's. Sorry, es hat gerade irgendwie einen kleinen Fehler gegeben hier. Also schnelles Spiel, dann könnt ihr hier 0 bis 30 Minuten Sachen, die etwas kürzeres oder halt machen sie noch etwas mehr, dann 30 Minuten plus. Könnt ihr euch dann selber aussuchen, wie lang eure Szenarien sein sollen. Dort wird euch dann einfach ein Szenario zugewiesen und das ihr fahren könnt und dort habt ihr keine Möglichkeit, irgendwas auszuwählen. So viel dazu. Dann haben wir in diesem Menü eigentlich alles abgefrühstückt. Gehen wir nochmal zurück. So, das habe ich euch erklärt zu den Zügen. Dann gehen wir ins Trainingszentrum. Dort könnt ihr die Grundlagen erlernen, wie ihr mit dem Zug zu fahren habt, Navigation und Interaktion, Bildschirmelemente, einen Zug bewegen, Weg ändern. Das sind die Szenarien mit diesem, die ihr hier absolvieren könnt im Trainingszentrum. Dann gibt es noch das Training an sich. Dort könnt ihr euch wieder eine Lok aussuchen. Einführung habe ich abgeschlossen und dann hier die jeweilige Strecke kennenlernen, Streckenführung oder Einführung. Und so ist das dann halt bei jedem anderen Zug auch. Ich habe es schon abgeschlossen. Könnt ihr dann auch jeweils, wenn ihr das alles abschließen wollt, habt ihr auch eine Menge zu tun. So viel dazu. Ihr könnt aber auch zu Fuß hier das Trainingsgelände erkunden. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr auch dann die Zeit einstellen, das Datum einstellen, Wetter einstellen und so weiter. Wenn ihr Bock dazu habt. So, dann könnt ihr noch Videoeinführung angucken. Das wollte ich jetzt eigentlich, egal. Warum das jetzt so gegangen ist, ja egal, lassen wir das. Gut, soviel zum Training. Dann gibt es hier den Creators Club. Und das ist eine ganz interessante Sache, und zwar online. Dort teilen Creator bzw. Szenario-Bauer Szenarien, die sie gebaut haben, selber. Da gibt es einmal die beliebtesten, die so angesagt sind, mit den meistens Abonnenten. Ihr seht hier 30.000. Ist schon ordentlich, würde ich sagen. Und hier gibt es die anderen, die nagelneuesten, die halt so jetzt seit ein paar Tagen oder seit ein paar Stunden oder so online sind. Und ihr seht ja 381 Seiten. Also da gibt es eine Menge Szenarien zu entdecken. Und wenn ihr dann auf so ein Szenario klickt, geht ihr hier zum Download abonnieren. Und da könnt ihr hier vorher gucken, benötigter Inhalt. Also ihr solltet für dieses Szenario dann halt Köln-Aachen Highspeed-Line besitzen, die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg und die Hauptstrecke München-Augsburg. Die müsst ihr besitzen, damit ihr dieses Szenario fahren könnt. Und so ist das halt bei allen anderen Szenarien auch, die hier zu finden sind. Ihr braucht immer ein gewisses Kontingent an DSCs, die halt dafür nötig sind. Bei einem mehr, beim anderen weniger. Und so kommt ihr halt zu den Szenarien, die so offiziell nicht in dem Spiel angepriesen werden, sondern die sind von verschiedenen Creator halt hier hochgeladen worden online und die könnt ihr dann, wenn ihr die Voraussetzung erfüllt, könnt ihr die dann halt spielen. So, dann gibt es hier noch Lackierung. Das sind dann halt die sogenannten Repaints. Hier wieder, ne, die beliebtesten 35.000 Stück haben diesen hier zum Beispiel runtergeladen. Das abonniert und hier gibt es dann auch wieder die jeweiligen Repaints. Hier sind 1381 Seiten, also schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Und wenn man dann hier so drauf geht, braucht ihr auch wieder, ne, gewisse Voraussetzungen. Hier zum Beispiel den Canyon Pass braucht ihr, um diese Lackierung benutzen zu können. So ist das dann halt bei allen anderen Szenarien auch. Beziehungsweise Lackierung. Ihr braucht immer DLCs, bestimmte DLCs, um die jeweiligen Repaints auch nutzen zu können. So, dann gibt es hier noch den Hub. Dort sind dann Szenarien und Lackierung angepriesen.
Dann gibt es noch eure Abonnements, die ihr schon runtergeladen habt. Das sind bei mir 7 Seiten. Also da wird euch angezeigt, welche ihr alle besitzt. Ne? Abonniert, könnt ihr dann auf Szenario spielen gehen und dann läuft das. Ihr könnt ihr aber auch wieder abbestellen, indem ihr einfach, ich mache das jetzt mal mit einem, den ich nicht mehr so wirklich brauche. Mal geht ihr einfach da drauf, dann ist der weg. Dann habt ihr den wieder entabonniert. So viel dazu. Dann gibt es hier noch meine Mods. Da habe ich noch gar nichts, wie ihr seht. Kenne ich mich auch nicht so wirklich mit aus. Überlasse ich anderen, die sich da besser mit auskennen. Mein Respekt dafür. Ich für meinen Teil habe da leider nicht so viel Ahnung von. So viel zum Creators Club. Dann gibt es hier noch den Lackierungsgestalter. Dort könnt ihr euch dann einfach einen Zug nehmen, den ihr besitzt. Und dann könnt ihr euch selber hier neu erstellen und dann benennen und dann selbst lackieren, wie ihr wollt. Wenn ihr da Ahnung von habt, bitteschön. Und dann gibt es noch die Szenarioentwickler. Da habt ihr dann hier die verschiedenen Strecken. 0 von 30 Szenarien sind hier zu fahren. Also überall, wo 0 steht, die könnt ihr nicht benutzen. Die könnt ihr nicht fahren, weil ihr da keine Szenarien für aus dem Rail-Sim runtergeladen habt. Hier zum Beispiel einen habe ich da, Nightjet. Aber ich habe auch viele, wo ich noch 0 habe. Hier habe ich 2, 2, 1, da auch 1, 5. Das ist schon ein bisschen mehr hier. In Nahverkehr Dresden und so weiter. Also da könnt ihr dann, die müsst ihr dann selber runterladen beim RailSim und wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr die dann hier auswählen und fahren. So viel dazu. Dann gibt es noch den Store. Ne? Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Seht ihr selber, könnt ihr alles kaufen. Wenn ihr das noch nicht besitzt und besitzen dann haben wollt oder braucht für irgendwas, ihr seht die Preise. Ne? Spirit of Steam, 35 Euro, 36 Euro, 36 Euro, 36 Euro. Ne? Das sind natürlich Preise, ja, weiß ich nicht. Habe ich auch schon mal was zu gesagt. Dann gibt es hier sowas wie ein Sale, ne? Sind dann nur 15 Euro. Strecken, so das gleiche natürlich auch bei Lokomotiven, Züge, könnt ihr alles unten auswählen und kaufen. So viel dazu. Hier habt ihr dann die Einstellung. Glaube ich, brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen, erklärt sich glaube ich von selber. Und ja, was soll ich noch sagen? Was eigentlich zu diesem Szenario, beziehungsweise zu diesem ganzen Menü, wie man das alles steuert? Ich könnte hier noch auf mein Profil gehen. Züge, was das ist, weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall die Züge, die ich besitze: Lokomotiven und Züge. Könnte ich jetzt wieder zurückgehen. Dann könnten wir auf Strecken gehen. Dasselbe natürlich auch hier. Die Strecken, die ich alle besitze. Nebenaufgaben, die ich alle so... ja, ihr seht selber, viel habe ich da noch nicht abgeschlossen. Hier noch gar keine... Ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Das ist dann hier eure Übersicht. Kilometer an Zügen 3885,43. Kilometer zu Fuß, 80 Kilometer immerhin. 49 Goldmedaillen, 5 Silber, 5 Bronze. Ich bin im Moment mein Lieblingszug. Stimmt sogar. Das ist meine Lieblingsbaureihe BR101. Mit der bin ich auf Level 10. Und bis zu Level 11 fehlt gar nicht mehr so viel. 71.201 von 74.000. Also sollte ich mal wieder ein bisschen mehr mitfahren, dann kommt das auch. Lieblingsstrecke, Bahnstrecke Bremen-Oldenburg. Naja. Da fehlt noch ein klein bisschen mehr, 20.000, ein bisschen mehr. Und hier unten könnt ihr dann auch Profil wechseln, braucht ihr aber nicht, nur wenn ihr mehrere Profile habt. Ja, Live-Meisterschaft, da könnt ihr dann auch den Fortschritt verfolgen. Da könnt ihr dann so eine Art Meisterschaft abschließen. Da könnt ihr dann auch noch was freischalten, ich weiß aber noch nicht was. Das ist noch unvollständig. Aber ich hatte mal irgendwo... Unvollständig. Irgendwo hatte ich mal was frei. Ich weiß aber nicht mehr wo. Unvollständig. Da, abgeschlossen. Genau, wollte ich doch sagen. B-Level Travel und Training Day. Das habe ich abgeschlossen. Bin mit Tier 2 dran. Never to Fright und Drive Long and Prosper. Das sind dann halt die ganzen Übungen, die ihr abschließen könnt, beziehungsweise Herausforderungen. Und dann habt ihr das abgeschlossen. Die habe ich beide abgeschlossen. Den habe ich fertig. Das sind meine Belohnungen dafür. Und das, ja, ihr seht es hier, Hauptstrecke Hamburg-Lübeck habe ich auch abgeschlossen.
Also das sind die beiden, die ich so abgeschlossen habe. Überall, wo schon, wo beides Gold ist, habe ich abgeschlossen. Hier fehlt mir noch einer. Ansonsten, hier fehlt mir auch noch einer. Rapid Transit. Hier fehlt mir auch noch einer. Kassel-Würzburg. Bremen-Oldenburg habe ich auch beides abgeschlossen. Sehe ich gerade. Sehr schön. Und linke Rheinstrecke habe ich auch schon einen abgeschlossen. So. Dann gehen wir mal auf Store. Ich glaube, da waren wir gerade schon. Wie gesagt, das war's eigentlich. Creators Club, das habe ich auch schon erklärt. Meisterschaftsbelohnung. Das sind dann halt die ganzen Belohnungen, die ihr für die Meisterschaftsszenarien kriegt, die ihr abschließt. Flugzeug, Construction Site, Main Spessartbahn. Und das wird wahrscheinlich dann alles so in gewissen Szenarien zu sehen sein, würde ich mal sagen. Bremer Skulpturenpark und Elefant. Das wird es wahrscheinlich. Das könnt ihr dann alles. Ach, das kann man alles auswählen. Ist ja geil. Wusste ich ja noch gar nicht. Dann machen wir, wählen wir mal alles aus. Da muss man das Spiel erst erklären, bevor man dann sieht, ob man das überhaupt auswählen kann. Das wusste ich gar nicht. Machen wir das doch mal. Das macht es doch gleich viel interessanter, oder? So. Sehr schön. Neuesten Nachrichten und Artikel. Wahrscheinlich von DTG. War ich selber noch nicht drauf. Ja, Peak Forces Railway, out now, auch 35,99 €. Das sind dann halt so DTG Nachrichten, Rail, wöchentliche neue Videos und Streams. Da könnt ihr dann von anderen Usern, anderen Spielern Videos gucken, wenn ihr da Bock zu habt. Ich für meinen Teil brauche das nicht. Ja, das war's dann eigentlich so mit diesem ganzen System und mit diesem ganzen Menü, wie man an Szenarien kommt, an Züge kommt und so weiter. Ich könnte ja jetzt vielleicht noch eine kleine Runde fahren mit einem Zug. Das habe ich am TS auch gemacht. Versuche mir gerade irgendwie was Schnelles rauszusuchen. Ist aber leider alles so lang. Ja gut, so zum Antesten, wie mein Zug in Betrieb nimmt und so, das kann ich ja mal kurz zeigen. Ich muss ja nicht das Szenario zu Ende fahren. Nehmen wir den einfach mal. Nur um euch zu zeigen, wie man einen Zug hier aufrüstet und in Betrieb nimmt und dann anfährt und wieder stoppt. Diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, die mit diesem Spiel noch nicht das Geringste zu tun hatten. So, wenn man das dann gestartet hat, das Szenario, dann kommt das hier, ICE 17. Ihr seht dann die ganzen Informationen, die dieses Szenario betreffen. Ne, ICE 17, das ist die Linie, die ihr fahrt, beziehungsweise die Bezugnummer. ICE 17 Frankfurt am Main Hauptbahnhof hat der als Ziel. Es ist 15:40 Uhr. Hier steht eure Aufgabe. Fahren Sie diesen ICE nach Köln. Es handelt sich um eine Baureihe 406 von der Deutschen Bahn. Hier seht ihr dann, wie schwer euer Zug ist, wie viele Wagen im Zugverband sind und wie lang der Zug ist. Und hier seht ihr die Strecke, die ihr dann aktuell befahrt. Es ist in diesem Fall die Aachen-Köln, beziehungsweise Köln-Aachen, Schnellfahrstrecke. Und dann könnt ihr auf Beginn gehen. So, und dann habt ihr hier die Türen zu entriegeln. Natürlich müsst ihr als allererstes mal den Richtungswender nach vorne verstellen, sonst öffnen sich die Türen nicht. Dann könnt ihr das Steuerkreuz, wenn ihr mit Gamepad spielt, könnt ihr den Steuerkreuz nach links drücken, dann öffnen sich die Türen. Dann könnt ihr die Führerstandsbeleuchtung einschalten. Die Spitzensignal auf normal. Ihr könnt hier. Warum haben wir eigentlich keinen Stromabnehmer oben? So. Dann machen wir hier mal die. Wenn ihr auf 9 drückt hier, dann könnt ihr die AFB einstellen, beziehungsweise das Menü öffnen. Und mit Nummer 6 macht ihr die Vollsollgabe, Freigabe. Und auf 0 geht ihr wieder zurück.
mit der, den Tasten Shift und Enter schaltet ihr die SIFA ein und mit der, mit den Tasten Steuerung und Enter schaltet ihr die PZB bzw. LZB ein, die dieser Zug besitzt. So, mit der Taste R aktiviert ihr die AFB bzw. setzt die auf 40. Ich für meinen Teil bleibe immer bei erst bei 40, weil ja, meistens ist ja Losfahren mit 40, weil am Anfang ist der noch in PZB-Modus und da handelt es sich dann darum, dass man meistens auf der Geschwindigkeit von 40 km/h beschränkt ist und deswegen mache ich das immer so. So, dann könnt ihr hier nach draußen gehen, seht, dass ihr die Spitzenlichter und so weiter eingeschaltet habt. Hier könnt ihr noch ja, euren Zug auf der Anzeigetafel sehen. ICE 17, 15.42 Uhr ist Abfahrt. Auf dem Weg nach Frankfurt am Main fahren wir über Köln, Siegburg, Montabaur, Limburg und dann schließlich Frankfurt. Wir allerdings nur bis Köln, aufgrund fehlender Streckenverbindung, logischerweise. So, dann seht ihr hier noch andere Züge einfahren und abfahren und rumstehen. Und hier steht noch ein Güterzug. Dort fährt eine Hamsterbacke ein. Hier steht eine RE auf dem Weg nach nicht einsteigen. Ja, und ja, das ist wahrscheinlich gerade in Pause oder so. Wir haben auf jeden Fall jetzt Ausfahrt. Das heißt, wir nehmen die Tab-Taste. Links verriegeln. Dann warten wir, bis die Türen geschlossen sind. Hören das Signal und haben 64 Kilometer zu begehen und lösen in dem Fall die Bremse. So, das ist der Fall. Da können wir aufschalten. Der Zug macht sich auf den Weg nach Köln Hauptbahnhof und soll dort um 16.13 Uhr ankommen. Wir können uns befreien mit der Taste Ende. Mit der Taste Q bedient man die SIFA. So, zum PZB, Taste Ende, Befreiung, Taste Bild nach unten, also Pfeil nach unten, PZB wachsam und Taste Entfernen, PZB Befehl 40. So, das war's eigentlich zum Start des Ganzen. Zug fährt, wie man bremst, kann ich glaube ich, das brauche ich nicht mehr erklären. Ich habe jetzt auch nicht vor, den ganzen Weg hier nach Köln zu fahren. So, können uns weiter aufschalten hier, 100. Dann geht das Ganze seinen Weg. Auch jetzt hier noch ein hübsches Screenshot. Und dann hat sich das Ganze. Vorher drückt man auf die SIFA. So, und dieses Ranzoomen, was ich hier mache, das mache ich mit dem Mausrad. Es geht ganz easy. Einfach den Mausrad bewegen. Nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Das ist eine ganz schöne Sache. Kann man richtig schöne Fotos machen. Man kann den Zug sich so ranholen. Das ist das wirklich wunderschön, muss ich wirklich sagen. Kann dann natürlich auch von der anderen Seite. Sieht man so, wie sich die Wagen in die Weiche legen. Einfach traumhaft. Also, so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Mich würde es freuen. Ja, das war's dann so mit dem Tutorial-Video. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt mir in die Kommentare. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Euer Dedeni Spieters. Bye, bye.